Hallo Leute, ich grüße euch ganz herzlich zum neuen Video heute über Diablo 4. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Was heute im Video stattfindet, ist nicht wirklich für die Leute, die schon länger beim Kanal hier dabei sind, sondern eher mehr für die Leute, die relativ frisch zum Kanal dazugestoßen sind. Denn ich möchte euch mal ganz grob einen kleinen Vorgeschmack geben, was euch hier noch erwartet, beziehungsweise schon erwartet, wenn ihr frisch dazu gekommen seid. Denn ich mache Diablo 4 Content schon seit einigen Monaten und da sind viele Infos noch begraben, die der Algorithmus wahrscheinlich, wenn ihr sucht auf YouTube, euch nicht direkt ausspuckt. Deswegen verweise ich heute auf meine Playlist und stelle euch jetzt hier in diesem Video konkret noch ein paar Themenvideos vor, die ihr euch vielleicht noch gönnen möchtet, bevor Beta bzw. Release startet. Wir haben schon sehr viel zusammengetragen. Was ihr natürlich auf jeden Fall machen könnt, erstmal ist diablowiki.de besuchen. Dort findet ihr eine Übersicht über ganz viele unterschiedliche Themen, Seiten, in die ihr euch reinklicken könnt, und bei manchen Seiten sind auch bereits eben jene Videos mit verlinkt, wo ihr sehr viele Informationen im Detail über Diablo 4 finden könnt. Da haben wir zum einen die Klassenvideos, die ich bereits gemacht habe. Vieles bezog sich dabei auf die Skillbäume, die wir am Anfang hatten, also die Präsentation 2019 war das auf der BlizzCon, glaube ich, und was danach noch so ein bisschen gefolgt ist. Natürlich hat sich viel bisher verändert, auch was die Skillbäume angeht, aber es sind noch im Kern sehr viele korrekte Infos dabei, wo ihr euch über die einzelnen Klassen informieren könnt und einfach mal schauen, was die so mitbringen an Skills und welche Schwerpunkte sie etwa haben. Gleiches oder Ähnliches haben wir dann auch noch in der Klassenübersicht gemacht, beziehungsweise einem Eindruck, einem Ersteindruck von den Klassen. Da habt ihr also ein oder zwei Videos, die euch einen ersten Überblick geben. Was gibt es für Klassen? Was unterscheidet die voneinander? Und welche Klasse könnte euch denn eigentlich ganz gut liegen vielleicht? Dann haben wir noch im Themenbereich Festungen ein Video auf jeden Fall, das euch genau erklärt eigentlich, was ihr von Festungen erwarten könnt, was Festungen sind, was das für Vorteile bringt, warum das eine coole Sache ist und eine coole Idee eigentlich, ein neues Feature in dem Diablo-Universum, in Diablo 4 jetzt dabei. Und das würde ich euch auf jeden Fall auch nochmal ans Herz legen, euch das reinzuziehen. Dann haben wir einiges zu den Essenzen gemacht. Die Essenzen sind ja sehr wichtig und wird im Endgame wird das eine große Rolle spielen. Deswegen sehr sinnvoll und wichtig, die Essenzen zu verstehen. Es gibt einerseits Essenzen, die ihr auf den legendären Items findet, aber es gibt auch Essenzen, sozusagen Codex-Essenzen, die ihr durch Aktivitäten freischaltet, vor allem durch Absolvierung von Dungeons oder Aufdeckung von neuen Regionen, neuen Zonen. So könnt ihr Codex-Essenzen bekommen. Und wie dieses ganze System funktioniert, das erklärt euch das Video, was ich euch jetzt auch wahrscheinlich im Video direkt in der Infobox, wie jetzt bei allen anderen Videos auch, hier verlinkt habe bei mir. Ein anderes Video bedient sich der Stagger-Mechanik, die bei Weltbossen eine Rolle spielen wird. Und wer Stagger gar nicht kennt, beziehungsweise Taumelleiste, gar nicht irgendwie einen Begriff, gar nichts im Kopf dazu hat, der kann da gerne mal kurz reingucken. Ist eigentlich recht schnell erklärt, aber schon gut zu wissen eigentlich, was da vor sich geht. Als nächstes haben wir was zu Runen und Juwelen. Also was dieses ganze Thema angeht, gehen wir drauf ein. Runen werden ja nicht zum Release im Game sein, aber wir haben eine kleine Vorschau schon mal gehabt, was Runen eventuell sein könnten in Diablo 4. Wahrscheinlich kommt es jetzt nicht ganz so, weil sie das System auf jeden Fall überarbeiten, sonst hätten sie es ja so weitergeführt und gleich implementiert, aber anscheinend wird es ein bisschen anders kommen. Trotzdem haben wir einen kleinen Teil davon schon beleuchtet. Daneben natürlich die Charaktererstellung, auf die wir noch mal ein bisschen Bezug nehmen. Den Handel behandeln wir auch. Ja, also wie der genau funktioniert, beziehungsweise was es da für Restriktionen gibt und warum das jetzt eigentlich ganz okay ist zu Release, also zumindest so aussieht, als ob es ganz okay ist. Das behandeln wir da in diesem Video. Dann gibt es die Ziele und Aufgaben der Open World, also wo es wirklich einige Ziele und Aufgaben, wo das Thema sind im Video, was könnt ihr in der Open World machen, wenn ihr einfach rauslauft aus der Stadt, was erwartet euch da, was könnt ihr als Ziel ins Visier nehmen, natürlich neben Monsterschnetzeln, was könnt ihr nebenbei machen, warum solltet ihr das machen, warum macht das Sinn, das ist auch in einem Video behandelt, was ich bereits gemacht habe.
den Battle Pass, den gehen wir nochmal Schritt für Schritt durch, auch was die Kosten angeht, was euch da erwarten kann. Dazu gibt es auch nochmal ein separates Video auf dem Kanal, was ich euch, wie gesagt, immer möglichst parallel dazu hier im Video verlinke. Was die Ruhmpunkte angeht, was da für eine Mechanik dahinter steckt und warum man das natürlich auch auf dem Plan haben sollte, Ruhmpunkte sich drauf zu konzentrieren, das ist auch noch in einem Video gebündelt, genauso wie die Klassenmechanik von jeder einzelnen Klasse. Und beim Druiden haben wir das sogar schon mal ein bisschen näher beleuchtet, weil das ja noch sehr im Dunkeln liegt. Es wurde bis heute eigentlich noch nicht ganz offiziell gesagt, wie die Klassenmechanik vom Druide aussieht, aber ich habe sie für euch im Video thematisiert und wir haben es recht ausführlich besprochen, was man bisher darüber weiß. Wenn ihr Druidenspieler seid oder sein wollt, checkt auf jeden Fall dieses Video ab, ist sehr wissenswert. World Tiers und Weltstufen behandeln wir auch schon auf dem Kanal. Was erwartet euch mit den steigenden Schwierigkeitsgraden? Was ist mit den Resistenzen? Welcher Loot kommt dazu? Wie schaltet ihr Weltstufen frei? Beziehungsweise es ist noch momentan noch nicht in Stein gemeißelt oder zumindest offiziell noch nicht ganz fix verkündet, wie man die neuen Weltstufen freischaltet. Es gab zwei Möglichkeiten, die mal bestanden haben. Einmal durch Dungeons, einmal durch Weltboss-Kills. Und wir werden sehen, wie es sich ausgeht, was von beiden es wird, oder vielleicht wird es was ganz anderes. Warten wir mal ab. Auf jeden Fall ein sehenswertes Video. Dann haben wir den Crafting Guide. Eigentlich sehr wichtig, denn der thematisiert alles, was ihr in einer normal großen Stadt bei den ganzen NPCs machen könnt. Und es gibt einige NPCs und die haben teilweise schon mehrere Tabs, wo ihr viele verschiedene Angebote habt, was ihr machen könnt mit eurem Loot, wie ihr ihn entweder zerlegen, verwerten könnt, wie ihr Ressourcen nutzen könnt, was ihr sockeln könnt, was ihr aufwerten könnt und so weiter und so fort. All das im Crafting Guide zu Diablo 4. Charakterwerte thematisieren wir auch nochmal im Detail, also alle kleinen Dinger wie Glückstreffer, ja, und solche kleinen Werte, was bedeuten die? Wir gehen das alles Step für Step durch und ihr erfahrt alles, was ihr wissen müsst, was euren Charakter beeinflusst, welche Affixe ihr nutzen könnt und was die dann bei euch, bei eurem Charakter anstellen. Deswegen auch nochmal ein Video dazu, nämlich plus 35 Affixe, die auf Items bekannt sind. Was könnt ihr dort für Boni erwarten? Was für Plus-Prozentwerte könnt ihr bekommen auf Items? Was ist da bereits bekannt? Ich habe euch über 35 Stück rausgezogen und zeigt die euch an, damit ihr mal sehen könnt, was euch da so etwa erwarten wird. Und zu guter Letzt, was ich euch heute noch kurz vorschlage, ist ein Video zum Thema Dungeon-Schlüssel. Was hat es damit auf sich und wie funktioniert das ganze Ding? Das erfahrt ihr ebenfalls in einem Video, was ich euch sehr wahrscheinlich jetzt verlinkt habe. Zu guter Letzt mein Schlusswort heute. Manche Leute, ich weiß, stoßen sich extrem wahrscheinlich oder werden sich extrem an so einem Video stoßen, das auf viele andere Videos verweist. Aber an der Stelle möchte ich einfach sagen, ich habe unglaublich viele Stunden eingesetzt, um diese Videos für möglichst viele Menschen da draußen zu erstellen. Und die Infos, die in diesen Videos momentan, jetzt wo dieses Video hier rauskommt, die Infos, die in diesen Videos drin sind, die haben den gleichen Wertgehalt bzw. die gleiche Aktualität wie alle Videos, die gerade von irgendwelchen Content Creatern auch rauskommen. Und die Sache ist nur die, dass der Algorithmus eher die Videos bevorzugt, die jetzt aktueller sind oder aktueller rauskommen. Aber ich habe diese Videos schon lange Zeit vorbereitet und die sind alle in der Playlist drin. Deswegen möchte ich sie heute mit diesem aktuellen Video einfach für alle nochmal hervorheben, damit möglichst viele Leute was davon haben und natürlich, dass ich mit meiner Arbeit, die ich eingesetzt habe, auch so viele Leute wie möglich erreiche. Deshalb, wenn jemand haten will, von mir aus hatet, aber ich denke, es ist mehr als sinnvoll, das einfach nochmal zu präsentieren, damit möglichst jeder Bescheid weiß, hey, hier gibt's schon ein Video dazu, wie hier haben wir schon Details, die manche vielleicht noch gar nicht thematisiert haben, weil es wirklich ein Arsch voll Arbeit ist, diese ganzen Themen hier in Videos zu behandeln, das Ganze zu übersetzen, rauszuziehen, möglichst übersichtlich zu schildern und natürlich ein Video dazu zu machen. Deshalb, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Freue mich natürlich, wenn ihr die Videos abcheckt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und natürlich dann viel Spaß in der Beta und viel Spaß zum Release, wann auch immer ihr dieses Video seht. Schön, dass ihr dabei seid und lasst natürlich gerne ein Abo da, falls ihr mehr Content zu Diablo 4 sucht.
Macht's gut, bis bald und auf Wiedersehen.